Сегодня мы посетим железнодорожный музей, который был открыт в 1987 году по случаю празднования 150-летия железной дороги. В 1880 и в 1881 годах было построено локомотивное депо, дополненное в 1912 году поворотной платформой. Уже в 1950 году, через 5 лет после Второй мировой войны, в паропроизводящей системе работало 117 человек. В 1959 году было поставлено несколько тепловозов серии 2050. Поскольку тепловозы со временем становились все более популярными, они также вытеснили паровозы из Зигмунд-Херберга. В 2000 году было отмечено 120-летие Хайтсхаус Зигмундсберг. Warum ist noch die Geschichte von der Monarchie bis zum Sturzvertrag? Aha, okay. Das ist ein bisschen gewesen, ja. Christian. Der erste Mal ein Gorsgott oder ein Kurt, wir haben eine Katze. Sauna mit Dampf, das wie du bei uns zu Hause schaut, da vorne ist die Sauna. Aber jetzt ist alles gesperrt. Das ist ein Schneckenduschen. Infrarotkabine. Ein richtiges Wetter. Ein 100 Maß ist die. Ja. Ah, also. Kein Problem. Danke. Toll. Natürlich, das eignet sich dafür. Ja, ja. Und was ich hier dazu, ist ja die größte Erdbereitung von Baum. Thank you.
Ja. Da hast du dein Licht. Ja, geht. Beweg dich. Ja, fix das da. Lokführer. Jetzt bist du Lokführer. Ja. Müssen wir nur runterschauen. Dann. Ja, ich muss schon wieder spülen mit was, gell? Na, kommst du? Ich war nicht bei so Fotomodellen da. Wir haben einen Dampfer da. Nix. Nix. Aufsetzen. Das ist ein Buch. Da ist ein Buch. Das ist voll. Ja, fast los damit gleich. Na, schau, sehr schön. Ja, die 1040er ist schon auch noch eine schöne Lok gewesen. Funktioniert aber noch die 1040er. Ja. Fahrt ihr damit herum? Aber nicht über Drehs momentan. Im Kompressor muss der Luft starten, ne? Da hat man den Bügel aufgegriffen. Ne? Mhm. Wir haben selber hingefahren. Aufpassen, ne? Beim Licht ins Dunkel, die hat Schürz geschickt. Das ist ein Semmering, ne? Ja, was fällt. Das ist 1870, 1880 sind diese Waren. Da haben wir Friedrich Hausbank geführt, ne? Gegeben, von dem jemand will. Hätte ich schon hergegeben. Das muss ich im Landwirtschaftsmuseum noch. Und dann haben wir es entwertet, ne? Richtig, und der Schafner ist dann kommen wir so einen Hochzahn. Ja, das sind diese Zahnen da, ne? Das sind alle Arten, die wir gemacht haben. Die Hochzahnen, gell, die sind. 70er, 80er, gell? Ja, ganz klar, dann nehmen wir mehr. Ja. Und oben ist die Geschichte, von der Monarchie bis zum Staatsparteien.
Sie sind wirklich sehr froh da drinnen. Und das super. Geht? Danke. Ich muss den wissen.